Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder das Cryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2.de auf dem Server Chimera. Und in dieser Folge werden wir wieder einiges anstellen. Ich werde wieder ordentlich switchen. Wir werden auch den 6.7. ein bisschen adden. Und ja, im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich Middleman für jemanden gemacht habe. An der Stelle nochmal vielen Dank für euer Vertrauen. Ich habe dafür als Gegenleistung ein bisschen Young bekommen. Also Win-Win-Situation für alle. Ja, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Diesen Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach einen Account darüber erstellen und schon ist der kostenlose Support da. Ja, diese Woche wird es auf jeden Fall den ein oder anderen Livestream geben. Ich bin ja jetzt endlich durch mit meinen Prüfungen. Am Wochenende war ich in Niederlande bzw. in Maastricht, habe ein bisschen Urlaub mit meiner Freundin gemacht. Bedeutet, diese Woche kann endlich wieder richtig hart gezockt werden. In unserem Shop haben wir auch wieder ein bisschen Geld, 6 Won und 990 Kaka, die holen wir raus, wandeln das Geld dann direkt um und dann haben wir wieder ein paar Won zusammen. Aber keine Angst, ich habe jetzt nicht nur noch 18 Won, sondern das ganz andere Geld ist auf meiner Charmy gelagert. Ich habe von der letzten Season noch 2 Turm-Ranglistentruhen übrig, die werden irgendwie nicht gekauft, deswegen habe ich mir gedacht, öffne ich die jetzt mal. Vielleicht bekommen wir ja was Wildes raus, schauen wir mal nach. Ein Intwind, wow, das hat sich gelohnt, ey. Und 5 Glanzfragmente. Danke für nix. Gut, als nächstes werden wir jetzt die Quilinschuhe mit den Segnungen bombardieren. Auf die Quilinschuhe, das ist eigentlich recht simpel. Ich will entweder Gift oder Blut drauf haben, aber es sollten schon mehr als 3% sein, weil 1% wird nicht gelassen. Oder halt AW. Und ich würde sagen, mit dem Stichwort fangen wir an. 7 Segnungen haben wir noch. Mal gucken, was bei rumkommt. Nach der ersten Segnung haben wir 400 TP und der dritte Bonus 10%. Das brauchen wir nicht, da machen wir weiter. Dann haben wir den ersten Bonus 2%, das wäre jetzt ein bisschen mehr Pfeil ausweichen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben möchte. 100, der vierte Bonus plus 2% wäre jetzt ein Crit mehr. Ein Crit ist aber auch halt hart wenig, also ich weiß, das lassen wir nicht. Dann haben wir hier ein Gift, leider Gottes zu wenig. Wären das 3 Gift, hätte ich es schon gelassen. Hier haben wir den ersten Bonus wieder plus 2%. Das ist wieder wie am Anfang. Ein Gift und 350 TP, auch zu wenig. Und der letzte Chance. Ja, leider reingeschissen, schade. Wir sind hier gerade mitten im Medi-Run und ich habe einen Kodrakoni bekommen. Öffnen wir den mal. Wir haben einen Diamas bekommen, wo ein Rohrdrachen-Diamant rauskommt. Geil. Wir haben jetzt 3 Medi-Runs gemacht. Eine Truhe hatte ich schon geöffnet. Da habe ich 40 Kaka rausbekommen. Das war aber auf dem falschen Char leider. Jetzt habe ich 23 Truhen. Insgesamt 73 Kaka. Wir werden die jetzt mal hier öffnen und dann ja, im Endergebnis schauen, wie viel wir da rausbekommen haben. Ob wir vielleicht auch noch die ein oder andere Flamme mitbekommen. Starten wir mal los mit 73 Kaka. Das waren schon mal 10 Kaka. Nochmal 10. Nochmal 10. Die ersten 3 waren schon mal scheiße. Dann nochmal 10. 10 Kaka, nochmal 10 Kaka, aber eine Flamme, nice. Nochmal 10 Kaka, nochmal 10 Kaka, nochmal 10 Kaka, nochmal 10, Digga, nochmal 10, okay, ich scheiße hier gerade voll rein, nochmal 10, Digga. Aha, da haben wir endlich mal 30 bekommen, nochmal 30 bekommen, das waren wieder 10, da haben wir wieder 30 bekommen, nochmal 10, nochmal 10, nochmal 10, nochmal 10, nochmal 10. Das waren wieder 30 und jetzt könnt auch einmal 60. Na, es waren wieder nur 30. Ja, 330 Kaka, aber dafür 2 Flammen. Das ist richtig geil. Eine Segnung habe ich noch von den Tigermünzen bekommen. Die ziehen wir jetzt mal schnell noch über die Quilinschuhe. 300 TP mehr und wieder ein Dolchstef mehr. Geil. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe jetzt ein paar Giftschwerter hier dabei. Oh, das da habe ich vergessen zu uppen. Und zwar habe ich hier insgesamt 6 Gifties plus 8 gemacht. Ich würde sagen, wir machen davon jetzt mal ein paar auf 9. Und let's go. Das erste hat schon mal gefailt. Das zweite hat geklappt. Jawohl, so soll das sein. Das hat auch wieder gefailt. Das hat auch gefailt. Und das letzte... Schade. Eins haben wir auf plus 9 bekommen. Immerhin, das ist auf jeden Fall nice. Jo, das andere plus 7, ne, das werde ich gerade mal eben ab. Falls es auf 8 geht, seht ihr es ja gleich. Es ist wieder soweit. Ich habe wieder genügend schimmernde Muscheln für euch vorbereitet. 159 Stück werden wir jetzt aufbuttern. Ich hoffe, dass wir so 1 bis 2 weiße schimmernde Perlen rausbekommen. Schauen wir nach. Die machen wir jetzt im Schnelldurchlauf wieder hier
auf. Oh, bis jetzt eine schimmernde blutrote Perle bekommen. Da ist wieder... Jawohl, da ist jetzt die erste schimmernde weiße. Schon bin ich zufrieden mit dem 150er Stack. Da ist nochmal eine blutrote Perle. Davon kann man eigentlich auch nie genug haben. Nochmal eine blutrote. Da ist nochmal eine schimmernde blaue dabei. Sehr viele Steinstücke. Da haben wir die zweite weiße Perle und nochmal eine blutrote. Sehr, sehr schön. Die dritte weiße Perle und nochmal eine blaue. Oh, das schmeckt. Das schmeckt. Da ist noch eine blutrote dabei. Und in den letzten Muscheln war leider nichts mehr. Aber immerhin drei weiße bekommen, zwei blaue und fünf rote. Ich bin mit der Ausbeute mehr als zufrieden. Ich werde jetzt mal aus Jux zwei Hydra-Truhen kaufen. Die sind gerade für 28kk drin. Vielleicht haben wir ja Glück und wir ziehen da unseren ersten magischen Stein raus. Let's go. Wir bekommen eine Zufallskiste. Notizen. Der Anführer und ein Protein-Happen. Die erste Kiste war schon mal für den Arsch. Dann ein Ring der Hydra. Zwei Exos und nochmal zwei Exos. Okay, wir haben wenigstens Gewinn gemacht mit den Truhen. Insgesamt, haben keinen Gewinn gemacht, sorry. Aber insgesamt haben wir wenigstens wieder 40kk raus. Also, ja, besser als nichts. Einige Melis wurden wieder geballert und ich habe jetzt insgesamt wieder 24 Truhen. Die werden wir jetzt mal schnell im Schnelldurchlauf aufmachen. Wir starten mit 21kk. Ich bin gespannt, vielleicht knacken wir die, vielleicht knacken wir die 4 Won. Wäre auf jeden Fall nice. Schauen wir einfach mal nach. Hier haben wir schon mal 10 nochmal. Ja. Da waren jetzt, glaube ich, zum ersten Mal 30kk dabei. Dann nochmal 30kk, nochmal 30, nochmal 30. Nochmal 30. Und nochmal 30. Okay, wir haben 360kk bekommen. Ansonsten eine Flamme, jawoll. Und 6 weiße Perlen. Ja, also das sind 3,6 Won mit der Flamme. 4,6 Won. Ich bin definitiv zufrieden. Ja, als nächstes werden wir mal versuchen, den Drachenhut plus 6 ein bisschen zu pushen. Wir haben hier insgesamt 32 Drachensegis. Ich werde das Ding auch komplett von plus 4 an wieder mit Drachensegis uppen, weil ich davon en masse habe. Und ja, es ist aktuell plus 7. Wir werden jetzt gemeinsam, plus 6. Wir werden jetzt gemeinsam auf plus 7 versuchen. Das hat direkt schon mal gefailt. Ich werde jetzt alle draufrotzen und ihr seht dann nur die plus 9er Versuche. Ja, wie viele es dann im Endeffekt sind, sehen wir ja dann. Gut, wir haben direkt nach knappen 6 Drachensegis, glaube ich, haben wir jetzt auch schon unseren ersten plus 9er Versuch. Den werden wir jetzt gemeinsam machen. Ja, das war zu erwarten und jetzt muss ich wieder Materialien kaufen. Ja, mal gucken, ob wir noch einen 9er Versuch haben. Er ist witzigerweise wieder auf plus 8 gegangen. Den plus 9er Versuch machen wir natürlich wieder zusammen. Ja, hat wieder gefailt. Plus 8er Versuch direkt hinterher, hat auch gefailt. Und da haben wir wieder einen plus 8er Versuch. Wir machen jetzt hier wirklich im absoluten Schnelldurchlauf, bis die Materialien aus sind oder der Scheißhelm einfach wieder extrem niedrig ist. Also ihr seht wirklich dieses Appen hier mit den Helmen, das ist komplett für den Arsch. Stabile Sache, wir hatten keinen 9er Versuch mehr und er ist plus 3. So, wir werden jetzt unseren ersten magischen Stein kaufen. Dafür werden wir jetzt 3 Won bezahlen. Und somit haben wir unseren ersten magischen Stein zusammen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal ein bisschen sammeln, bis wir genug magische Steine haben. So bis wir, ja, entweder bis wir 5 haben oder wenn wir genug finden, bis wir 10 Stück haben. Und dann werden wir die Rüstung weiter uppen. Ich hatte noch durch eine Quest, habe ich noch so ein Kodrakoni gerade bekommen. Also durch so ein Missionsbuch. Da könnte jetzt ein Legi Onyx rauskommen. Aber es kam nur ein Rarer raus. Okay, schade. Aber immerhin ein Rarer und kein Matter. Kein Rohr. Moin, moin, liebe Gemeinde. Ich habe hier wieder einiges auf die Beine gestellt. Ich habe gerade schon ein paar Truhen geöffnet. Da seht ihr schon, was ungefähr rauskam. Ich habe noch nicht nachgeschaut, deswegen werden wir jetzt erstmal noch die schimmernden Muscheln hier aufrotzen. Vielleicht ist ja die eine oder andere Perle noch dabei. Ja, okay, da war wenigstens eine schon mal dabei. Jetzt werden wir gucken, ob wir hier nochmal Doppelpräzisionsschmuck haben. Die ersten Sachen sind uninteressant. Wir haben nur 3 Nachtelite über Nacht bekommen. Ist da schon mal eine einfache Präzisionskette. Das hier auch kein Doppelpräzision. Auch kein Doppelpräzision dabei. Was haben wir hier noch Schönes? Die müssen wir gleich uppen. Da haben wir eine mit Doppelsungma-Werten, aber das ist, ja, das ist jetzt nicht relevant. Und eine schimmernde Blau. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht Doppelpräzision drauf bekommen. Wenn es denn dann auch klappt.
Ah, schade. Leider kein Doppelpräzision. Naja, was soll's. Gut, da ich auch noch ein paar magische Steine brauche, habe ich mir gedacht, öffne ich jetzt mal 12 Hydra-Truhen. Vielleicht haben wir Glück und der ein oder andere magische Stein ist dabei. Die sind nämlich aktuell 4 Won wert und das ist echt schon happig. Die Truhen habe ich für 29 Kake das Stück gekauft. Und ich würde sagen, wir öffnen die jetzt mal. Da haben wir schon 2 Passierscheine bekommen. Das ist schon, ja, 3 Passierscheine. Zufallskiste, nochmal ein Passierschein. 4 Passierscheine insgesamt schon. Ja, sieht Herrscherband edel. Da haben wir schon mal ein 10% Band. Das können wir eventuell nochmal versuchen. Da haben wir nochmal einen Passierschein bekommen. Eine Rufrolle, eine Genie-Rufrolle. Eine weiße Perle haben wir dabei. Bis jetzt noch kein magischer Stein. Da waren nochmal 2 Steinhandbücher. Und die letzte bringt uns leider auch nichts Gutes. Schade. Das waren wieder 3 Won für die Katz. Mies gelaufen.